Coach Ali Nasser. Jawohl. Was kann man heute von dir erwarten beim Sparring? Sehen wir gleich. Ich war jetzt länger krank und habe jetzt die Woche wieder angefangen im Training. Seit wann so humble? Die Kamera da ist. Heute ist Sparring im MMA Spirit. Wir haben viele Pro-Kämpfer anstehen. Wir zeigen euch heute, wie es zur Sache geht und vor allem zeigen wir euch auch, was für ein respektvoller Umgang miteinander herrscht. Weltklasse, ja. Also das Training war 100 von 10. Ich bin ein bisschen spät, weil ich stand im Stau. Und am Ende des Tages geht es um ein respektvolles Miteinander. Normalerweise heißt es ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Du bist jetzt zu spät. Was passiert mit deinen Schülern, wenn sie in deinen Kurs zu spät kommen? Pumpen erstmal. Das Problem ist, es lag nicht an mir. Gerade meine Tasche geguckt und meine ganzen Trainingssachen wurden von irgendeinem Schüler versehentlich Pfirsichgetränk nass gemacht. Also musste ich mir ganz schnell neue Trainingsklamotten besorgen. Mats, it's been about 4 or 5 weeks since you fought against one of our own. Yeah. Now you're here. What's happening? What's happening is me and my boy, we're doing some YouTube stuff where we're gonna go. Well, where we go around the world to different kind of gyms, check them out, and you know, do kind of reviews on gyms and just like see what talent is out there, what kind of people is out there. And then MMA Spirit have always had a good rep, good fighters. Like, hey, it's nearby. So, how is Germany treating you so far? I love Germany. I was even talking about with the boys yesterday. Like, I love the German efficiency. I love the Volkswagen. I love the Mercedes. I love the German women. I love the, like, Germany is just cool all around. Like I say, Germany is so clean that if you go to a public restroom, you can almost lick the toilet seat because it's so clean. You know what I mean? Du bist ja nicht nur Kämpfer, sondern auch Trainer hier im MMA Spirit. Worauf kommt es eigentlich an, wenn man Sparring macht? Auf was muss man achten, wenn man mit anderen Leuten Kontaktsport betreibt? Man hat ja viel Techniktraining, bevor man das erste Mal Sparring macht. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man versucht, Technik, die man gelernt hat, anzuwenden. Sparring ist kein Kampf, aber es ist das, was am nächsten zu einem Kampf ist. Deswegen ist Sparring sehr wichtig. Vor allen Dingen geht es im Sparring auch um Respekt, weil sich nicht wahllos gegenseitig ausgenockt, sondern wenn man sieht, man ist jemandem überlegen, nimmt man das Tempo ein bisschen raus, weil man halt niemanden verletzen möchte. You block, boom, step in, right and left hook. Paul, Fazit zu der Runde? Weltklasse, ja. Würde ich sagen, noch langer Weg. Du bist eigentlich aus dem UFD, bist heute hier zu Besuch. Wie kommt's? Ich wollte mal gucken, wie das Sparring hier ist. Auf jeden Fall gutes Niveau. Gefällt mir. So. Immer wenn neue Leute in deinem Gewicht hierher kommen, schnappst du dir die als allererstes. Wie kommt's? Mir macht sehr viel Spaß, mit neuen Leuten zu trainieren. Ja, ganz anderer Körpertyp. Es macht sehr viel Spaß. Und da ist immer ein gewisser Respekt da. Man hat Respekt voreinander und es macht sehr viel Bock. Deswegen. Danke, viel Kuss drauf. Was ist so dein Fazit zum heutigen Training? Also das Training war 100 von 10. Richtig gut. Ich freue mich, wenn neue Leute kommen. Man kann neue Sachen ausprobieren, neue Sachen machen. Weil wir sind immer die gleichen Jungs, immer in der Komfortzone. Aber ist gut. Aber ich versuche trotzdem, wie du gerade gesagt hast, Respekt zu zeigen. Nicht zu hart zu machen oder sonstiges, damit wir es uns genau anpassen können und damit ich Respekt zeigen kann. Raul, Training ist vorbei. Du hast heute mit zwei Leuten gemacht, die nicht hier aus dem Gym sind. Worauf kommt es eigentlich an, wenn man mit neuen Leuten trainiert? Neue Leute sind immer gut für uns, da wir sozusagen mit unseren Leuten in der Komfortzone schon sind. Deswegen ist es immer schön, mit neuen Leuten Sparring zu machen, da man nicht weiß, was auf dich zukommt. Und sobald du nicht weißt, was auf dich zukommt, ist das Sparring auch schon wieder ganz anders. Aber wir müssen eh immer in unserem Flow bleiben, in unserem Rhythmus. Deswegen muss es eigentlich immer so aussehen, als würden wir schon immer mit diesen Leuten trainiert haben. Natürlich ist auch Respekt sehr wichtig. Wenn du den neuen Leuten, die hier zu euch zu Besuch kommen, zu uns zu Besuch kommen, Respekt zeigst,
zeigen Siege natürlich auch Respekt. Und das verbindet diesen Sport und unser Teamgeist. Ich hatte gerade eine harte Trainingseinheit, jetzt brauche ich eine richtige Proteinquelle. Dafür nehme ich das Isoclair von ESN. Einfach einen Scoop im Wasser auflösen und trinken. Mit dem Code SPIRIT habt ihr bei eurer nächsten Bestellung den maximalen Rabatt. I cannot get my knees on the inside, okay? So I'm gonna look to you, try to. Strong. Yes. Es ist ja so, dass man in unterschiedlichen Gyms immer gegeneinander konkurriert sozusagen. Das heißt, unsere Kämpfer kämpfen gegen Leute aus anderen Gyms und so weiter. Dementsprechend gibt es überall Konkurrenz unter den Kämpfern, unter den Gyms natürlich. Nick und Boba sind zwei Kämpfer, die kürzlich zu uns gekommen sind ins Studio, die davor in anderen Gyms trainiert haben. Ja, natürlich, das war auch immer so gewesen, wenn ein Kämpfer zu uns wechseln möchte oder unsere Hilfe braucht, wir werden diejenigen auch mit offenen Armen empfangen. Jetzt gerade bei Nick zum Beispiel, der kommt für jede Trainingseinheit circa eineinhalb, wie sagen wir, der wohnt weit. Ja. Der fährt für jede Einheit circa 170 Kilometer, der wohnt ja in Schweinfurt. Deswegen kann er an viele Kurse nicht teilnehmen bei uns. Von daher machen wir viel individuelles Training mit ihm. Und ja, wir werden in dieser kurzen Zeit viel an Details und Grundlagen arbeiten. Und bis jetzt macht er sich schon ganz gut. Am Ende des Tages, jeder, der zu uns kommt und mit offenen Armen zu uns kommt, wird auch mit offenen Armen von uns empfangen. Und am Ende des Tages geht es um ein respektvolles Miteinander. Hollywood! Thema Respekt. Welche Rolle spielt Respekt? Also Respekt generell eine ganz große Sache, ja. Ist generell, dass man Respekt dem Trainer, der Matte gegenüber, seinen Mitpartnern zeigt. Das heißt, erstens Respekt, Pünktlichkeit, ja, das dem Trainer schon gegenüber zu zeigen, ja, nicht genau auf die Uhrzeit zu kommen, sondern ein paar Minuten vorher. Richtiges Trainingsequipment, ja, dass man hier auch geduscht kommt und nicht verschwitzt, dass der Partner, ja, smuffelt, ja. Das ist auch ein bisschen Respekt. Und, ja, generell die Disziplin auch zum Training, einfach, die du hast. Respekt oder generell alles zu respektieren. Das Stimmen, was es dir bietet, dementsprechend musst du auch den Respekt zurückgeben. Das kannst du auf alles praktizieren, klar. Wie gesagt, wie du dich hier auf der Matte verhältst, kann ich mir gut vorstellen, dass du dich auch außerhalb des Lebens dich verhältst. Wie gesagt, wenn du immer zu spät kommst, dann bist du bestimmt nicht nur immer im Training zu spät, sondern auch bestimmt auf der Arbeit, bei deiner Freundin oder wo auch immer. Ja. Und das respektvolle Miteinander. Das heißt, beim Sparring, ja, technisch visiert mal trainieren. Klar, man kann auch anziehen, aber es ist hier kein Wettstreit wie beim Wettkampf. Jeder soll was lernen und dementsprechend soll man respektieren den anderen, dass man den auch schont, weil Gesundheit geht vor. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber, wie es dazu kam, dass wir beide hier gelandet sind. Die Geschichte hat damit begonnen, dass ich damals ja den Debüt bei NFC gemacht habe gegen Montana. Und er mich auf der Straße angehalten hat, weil ein Freund von ihm mich verfolgt. Und so kam halt die Freundschaft zustande. Wir waren beide im Tiger, haben dort trainiert. Und dann haben wir uns ein zweites Mal in Thailand getroffen, ein Jahr später. Und dann habe ich gesagt, hey, ich werde eh hierher ziehen wollen ins Bild. Er war schon immer wieder Wochenende mal hier. Und so ist es jetzt gelaufen, dass ich jetzt schon hier wohne und er immer wieder hierher kommt. Ja, war so. Ich war ein bisschen öfters schon hier am Wochenende. Ich bin eigentlich vom Sambo und bin durch Raul hier gestoßen, da mein Trainer seinen Vater ganz gut kennt. Ich war ab und an mal hier und durch Wawa dann in Thailand ist dieser Kontakt eigentlich besser entstanden und jetzt bin ich eigentlich regelmäßig hier. Also ja, Respekt, ich wurde hier sehr herzlich aufgenommen. Auch die Male, wo ich etwas seltener hergekommen bin, hat mich jeder sehr herzlich aufgenommen. Da ich jetzt auch bei NFC kämpfe, werde ich sehr, sehr gut aufgenommen. Jeder hilft mir. Jeder pusht mich, also die Jungs unterstützen sich gegenseitig hier und das ist, was einen auch sehr mental aufbaut. Ich muss sagen, Respekt im Sport ist für mich eigentlich was ganz Besonderes, weil im Hinblick darauf, dass ich mal ein Konkurrent dieses Gyms war, dann den Kampf bestritten habe und trotzdem so herzlich hier aufgenommen wurde und ich muss sagen, dieses Gym ist mir schon so stark ans Herz gewachsen wie mein altes nach 7 Jahren.
Sonnig, jetzt sind es noch 2 Wochen bis zur MFC. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Ich bin sehr gut vorbereitet. Nächste Woche fängt das Gewichtmachen an und danach let's go. Wenn ihr Bock habt, mich oder die Jungs kämpfen zu sehen, dann geht unten auf die Videobeschreibung, holt euch die Tickets und schaut live zu, wie MMA Spirit die Krache ablöst. Ein weiteres bekanntes Gesicht der deutschen MMA-Szene. Grüß dich. Hallo, schön dabei zu sein. Heute zu Gast im MMA Spirit. Was ist deine Impression heute? Wir wollen ein bisschen Jiu-Jitsu trainieren und dann mit der Abend, glaube ich, ein bisschen Ring. Ich bin ein bisschen spät, weil ich stand im Stau. Gestern schon angekommen, aber wir sind halt ewig im Stau gestanden und wir sind, glaube ich, in der Nacht um 1:30 angekommen ins Ring und ich habe den Hund noch mit. Weißt du, dann waren wir jetzt eben noch unterwegs und jetzt bin ich hier. Ja. Auf die Matte mit dir. Ja, Mann, auf jeden Fall. Freue mich. Like, as a principle, I don't want to... As I going forward, push. Even so, go back. So you tripod up, stand up on your feet right now. Right here. Now you pick a knee. A little bit, you know, just trying to help where you can help, right? The guys is cool, the gym is super cool, great facilities. Where are you planning to go next? Right, I'm going to Extreme Couture next, but that's like my home gym, so, and probably XC, we're thinking about the Bang Tao as well, so, a couple of different ones. What role does respect in martial arts play, in your opinion? Basically, I'm like only focusing on deserving respect more than anything else. I'm just trying to get people to respect me for the right reasons, and hopefully that me acting a certain way will allow some people to mimic that if they want to accept my leadership, and start a virtuous cycle. So Mats Brunel is visiting us this week. It's someone that we fought a few weeks ago. I personally studied him for a few months in regards to the Daniel Weishaupt preparation. So it's nice to have him coming over, and so we can share knowledge. He can benefit from us and we can benefit from having him here. Ja, wir haben den Mats Brunel. Es war Daniels Weichels letzter Gegner. Ein sehr erfahrener Kämpfer. Kämpft schon im Bellator. 18-5 Rekord. Sehr erfahren. Und für mich ist das auch eine sehr gute Erfahrung. Half a week in the books, MMA Spirit. How's your experience been here and what are your plans for the future? My plans is I'm going back to America pretty soon to train and see one of my buddies fight. And the experience here, like, I highly recommend MMA Spirit. The guys have been taking very good care of me, and the facility is f***ing crazy. They got everything caged, sauna, physiotherapy, like, it's crazy. If you're around Frankfurt or whatever, like, I would highly recommend any MMA fighters, jiu-jitsu competitors, whatever, to get their ass by MMA Spirit. The topic of the video is respect in martial arts. Yeah. What's your opinion on that? I mean, yeah, you should have respect in martial arts. What happened in the cage is in the cage, and whatever happens in there, when it's done, and it's all respect, like we all here. What I told some of the guys yesterday is, like, you should see your opponent as kind of your business partner. So when we're in there, we like, giving each other food on the table, each other's family's food on the table. When we're out and the shit is done, the fight is over, it's in the past, and we continue to go on with our lives and maybe even help each other or like train with each other or whatever. Yeah. Thank you for your time, Matt. We're looking forward to seeing you again here. Thank you. Thanks for having me. Man sieht es schon, passend zum Thema des Videos im Hintergrund, das Respektschild, das kennt jedes Mitglied hier in MMA Spirit. Welche Rolle spielt Respekt deiner Meinung nach im Sport? Meiner Meinung nach hat es gar nichts mit dem Sport an sich gesehen zu tun. Respekt sollte in allen Lebenslagen die Nummer 1 sein, weil wenn man respektvoll an seine Mitmenschen herangeht, an sein Umfeld, dann lebt man einfach ein besseres, zufriedeneres, glückliches Leben. Heute ist Samstag, letzter Tag der Woche, Abschlusssparring. Das heißt, heute wird nochmal hart gepusht und dann haben wir Wochenende. Schön, die
dich hier im MMA Spirit zu haben. Ja. Oh. Du bist schon in deiner Karriere sehr viel rumgekommen, hast in den verschiedensten Gyms trainiert. Welche Rolle hat Respekt da gespielt? Die oberste Rolle ist Respekt, glaube ich. Also erstmal grundsätzlich muss ich Respekt zeigen, wenn ich ein neues Gym besuche. Komm hier nicht her als Gym-Bully oder... Ich habe einfach Respekt vor der ganzen Atmosphäre, die hier herrscht. Vor den einzelnen Leuten und dann halt aber auch vor dem gesamten Team. Und ich glaube, das zieht sich durch jedes Gym. Ich wollte mir gerade die Haare machen, aber du siehst gut aus. Ja. Kann man nichts sagen. Das Thema des heutigen Vlogs ist Respekt. Du hattest ja jetzt einen Gegner wechseln. Das gesamte Skillset hat sich verändert. Ja. Du kämpfst jetzt gegen Apollo, nicht mehr gegen Jungwirt. Was ist deine Meinung zu dem Wechsel? Respektieren muss man jeden Gegner, egal welches Skills er hat oder auch nicht hat. Und deswegen ist in erster Linie auf die Respektbasis ausgelegt. Und von daher gehen wir trotzdem unseren Gameplan genauso weiter, wie wir ihn angefangen haben. Abschließend zum Thema Respekt. Es gibt ja nicht nur den Respekt innerhalb des Sports, also den die Kämpfer sich gegenseitig entgegenbringen, sondern auch, wie der Sport respektiert wird von außen. Wo steht der Sport da gerade und wo soll es vielleicht mal hingehen? Also erstens, Respekt ist niemals abschließend. Das ist ein Prozess, der sich durchs ganze Leben ziehen sollte, von Anfang bis zum Ende. Und ich glaube, dass die Wahrnehmung von MMA in der heutigen Zeit viel, viel besser ist als vor 15, 20 Jahren und dass die Leute, und damit meine ich wirklich fast schon die breite Masse, versteht, wie aufwendig dieser Sport ist und wie viel Respekt vor dem eigenen Körper, aber auch von dem Gegner dazu gehört, um erfolgreich operieren zu können.